Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. So, ich habe eine Runde geschlafen, habe natürlich immer ein wachsames Auge auf die Beta. Wir haben jetzt 21.45 Uhr, ist etwas später geworden, weil ich noch ein Telefonat hatte mit dem Herrn Stahl, wenn euch der Name was sagt. So, mehr sage ich erstmal dazu nicht. Gut, wir wollen jetzt, oder ich muss jetzt erstmal eine Runde tanken. Und genau, Kraftstofftank ist voll, ich nicht. Ich habe nämlich kein Bier mehr im Haus. Eigentlich müsste ich mir morgen früh mal ein Kännchen gönnen oder so. Wir holen jetzt unsere Fracht ab. Wir haben mitten in der Nacht, da wird so viel nicht los sein. Eben gerade noch kurz in den Livestream reingeschaut. Ah, Geiselnahme in Apotheke in Karlsruhe. Mann, 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 es nimmt kein Ende. Ich weiß gar nicht, ob, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese junge, blonde Frau mit ihrem Rucksack die Geiselnehmerin war. Das glaube ich nicht. Keine Ahnung, der Stream musste dann wohl abgeschaltet werden. Bin gespannt, was dabei rauskommt, was da wieder passiert ist. Ich hoffe mal nichts, dass es da nicht irgendwelche Opfer gibt, die dann natürlich wieder nur bedauerliche Einzelfälle sind. Man kennt das ja mittlerweile in Deutschland, ne? Die Geschichte mit meinem Sohn ist ja wahrscheinlich auch nur ein bedauerlicher Einzelfall. So ist es. So. Luxemburg, wir holen unseren Trailer und wir werden diese Tour auch wieder zu Ende fahren. Erstmal, wir haben Nacht, da ist wahrscheinlich... Oh, ich habe sogar instinktiv in die richtige Richtung gelenkt. Nachts dürfte auf der Straße eh nicht mehr viel los sein. Und fahrt zu Ende, ihr wisst warum. Ich bin ja immer so, wenn Updates kommen, hier werden sich die Berichte häufen, was in der nächsten Version kommt, dass die Beta da nicht mehr ganz weit sein kann. Ich schaue dann immer so ab 19 Uhr ungefähr da rein, weil meistens danach kommt nichts mehr. Und danach mache ich dann mein Video. Mein Gott, die Zigeunersoße, genau. Die Jägersoße brennt immer noch so ein bisschen in meinem Hals. Ich habe mir lecker Jägerschnitzel gemacht. Muss auch mal sein, ne? Okay, aber nicht auf DDR-Art, sondern auf westdeutscher Art. Gibt es ja auch nochmal einen Unterschied. Ich glaube, DDR-Art ist Jagdwurst paniert und gebraten. Ist das richtig? Und im Deutschen hast du ja ein Kalbsschnitzel oder auch Schweineschnitzel mit entsprechend einer Champignonsoße, sage ich jetzt mal. So, 214 Kilometer noch auf der Uhr. Wir sind auf der Autobahn. Nichts ist los hier. Ja, siehst du. Ne, ein bisschen aufwühlend heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss jetzt erstmal ein bisschen runterkommen. Da ist jetzt die LKW-Fahrt genau richtig. Wer meine Videos so verfolgt hat, der weiß, was 2017 passiert ist. Sonst guck mal die 2017er sonstige Videos durch. Ich habe auch später mal drüber gesprochen, aber ich könnte euch jetzt nicht im Einzelnen sagen, wie, was, wo, warum. Und was im Moment ja wieder sehr viel... Ja, oder was ja im Moment ist... scheiß Thema grundsätzlich. Ne? Ihr habt... gehört die Leonie zum Beispiel, vergewaltigt worden und so weiter. Ich glaube, die kommt aus Österreich. Nicht dann die, wie heißt Anne Marie jedenfalls, aus Emson, die in dem
Zug da erstochen ist, worden ist von so einem Wildfremden. Mein Sohn hatte das ja 2017 mit so einem zu tun. Anschließend Gerichtsverhandlungen und so weiter. Und alles nicht so einfach. Mal kann man drüber reden, mal nicht. Und hatte ich letztens zu dem Thema irgendwo einen Bericht gesehen. Mal ein, zwei Sätze drunter geschrieben. Beziehungsweise, nee, ich hatte, was hatte ich denn gar nicht? Man weiß ja, wer sich um diese ganzen Geschichten so kümmert, ne? Hier Kindesmissbrauch und diese ganzen Sachen. Ja, und dann habe ich dem werten Herrn einfach mal einen Lob für seine Arbeit ausgesprochen und einfach nur mal mitgeteilt, okay, pass auf, bei mir war es im Prinzip genauso. Ja, und so ist man dann halt ins Gespräch gekommen. Und hat jetzt auch Kontakt mal so zu den anderen Eltern tatsächlich. Ja, siehst du, so ist das. Ich muss nachher mal in die Statistik gucken. Wir haben alle die, die da draußen immer noch ohne Abo gucken, das ist ein Großteil. Einfach mal auf den Abo-Button klicken, Däumchen da lassen. Was wollte ich noch sagen? Kommentar da lassen. Und zwar, ihr könnt den Kanal auch unterstützen, wenn ihr wollt. Und ich bin erstaunt tatsächlich. Ich habe letztens schrieb mich jemand an aus... Nee, Quatsch, das war über eine Dating-Plattform. Ich hatte geguckt, so und so, dann willst du mal welche kennenlernen und hatte ich irgendwie eine erwischt aus Brasilien oder sowas. Und die schrieb dann, gut, jetzt weiß ich nicht, ob der Google-Übersetzer richtig übersetzt, ah, du bist berühmt oder eine Internet-Berühmtheit oder so. Also ich bin keine Internet-Berühmtheit oder so, aber es ist schon erstaunlich, bis wohin man geguckt wird, wo man wirklich auch zuschaut. Ich glaube, mindestens einen haben wir hier aus der Türkei. Ich glaube, Polen... Ups. Ich glaube, Polen ist dabei und... Ach, ich habe keine Ahnung. Es ist verrückt jedenfalls. Mein Wunschziel in diesem Jahr wäre, die 1000 zu erreichen. Am liebsten natürlich die 100.000, dann gibt es den Play-Button. Aber ich glaube, den werde ich nie erreichen. Das ist, ich meine, das wäre so mega, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Aber die 1000, die will ich haben. Ich habe ja schon mal gesagt, wo ich damals angefangen bin. Ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt so weit komme. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen gucken hier. Teilt sich die Straße? Ja, natürlich. Ich denke mir, dass man das hier vielleicht auch irgendwann mal ändert. Wo kommen eigentlich die ganzen Autos her? Es ist... Na gut, 4.20 Uhr. Die werden langsam zur Arbeit müssen. 8 Minuten. Und ja, ich denke, das werden wir in dieser Folge definitiv schaffen. Hast du eine rote Nummer? Keine deutsche, ne, oder? Ne, B, Belgien. Ach, was weiß denn ich, wo du herkommst? So, ich fahr mal rüber. Ja, deswegen, Leute, was ich euch auch schon mal gesagt habe, nächste... Auch Thema Mobbing und so weiter. Nicht? Wenn ihr jemanden hier im Netz schon beleidigt, egal ob das auf YouTube ist, ob das auf Facebook ist, ob das auf Instagram ist, und sei es nur die kleinste Kleinigkeit, das ist schon ein Beginn von Mobbing. Und man muss immer dran denken, da steht immer ein Mensch dahinter. Und ja, wenn manche so dicken Leuten sagen, ey, du fette Sau, keine Ahnung was, man muss sich auch immer die Frage stellen, erstmal nimmt die Leute, wie sie sind. Alles hat irgendwo seinen Grund. Es kann gesundheitlich bedingt sein. Es kann, ja gut, Medikamente hätten auch mit Gesundheit zu tun. Ich weiß zum Beispiel, damals eine Freundin von mir, die lebt inzwischen leider nicht mehr, die hatte
zwei Hirntumore, die man nicht operieren konnte. Damit sie den Tag überhaupt ja, einigermaßen meistern konnte, hatte sie Tabletten bekommen. Und diese Tabletten haben sie dermaßen aufgedunsen. Die sah wirklich aus wie so eine kleine Kugel. Ja, und das muss man halt auch einfach sehen. Sie hatte zweimal am Tag so ihre Anfälle. Entschuldigung, wenn du dann mit ihr geschrieben hast, du wusstest, du konntest noch erahnen, was sie eigentlich schreiben wollte. Sie war dann auch erstmal 2 Stunden quasi komplett weg aufgrund der Schmerzen dann auch. Ja, solche Geschichten zum Beispiel. Oder was weiß ich, eine Stoffwechselerkrankung. Oder ich jetzt, um jetzt mal bei dem, wenn man sieht, so jemand hat jetzt etwas mehr auf der Rippe. Ich war damals auch gärtenschlank, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich konnte fressen so viel, wie ich wollte. Das geht heute nicht mehr. Da ist, haust du dir heute einen Schnitzel rein, da wiegst du gleich 3 Kilo mehr. Und die Zeiten sind vorbei. Und oder halt, wie gesagt, bei der einen Instagrammer nur gesagt, lass dir mal die Zähne machen, weil sie eine Zahnlücke hatte. Ja, na und? Meine Güte. Nimm die Menschen einfach, wie sie sind. Und vor allen Dingen Respekt, egal wo die herkommen. Ganz, ganz wichtig. Habe ich dich jetzt ausgebremst? Es macht nichts. Ich bin auch so. Ich akzeptiere jeden. Völlig wurscht, wo der herkommt. Solange der mir nicht blöd kommt, ist alles tutti. Das ist, na, dann ist er einfach so. Nur man ist tatsächlich, oder ich bin tatsächlich seit der Geschichte mit meinem Sohn damals dann doch etwas empfindlicher geworden und habe mir dann so doch die ein oder andere Frage gestellt. Man wird sensibilisiert. Man schaut dann mal etwas weiter hinter die Kulissen, sagen wir mal so. Meine Güte, wir sind ja gleich schon da. Was soll denn das? Ja, ein ernstes Video heute. Unglaublich. Letztendlich war das auch tatsächlich der Grund, warum ich jetzt so lange aus dem Arbeitsleben raus bin, schon. Weil mir tatsächlich aufgrund der ganzen Situation der Stress letztendlich zu viel wurde. Und ich mich so auch gefragt habe bei einigen Anrufern quasi, habt ihr eigentlich keine anderen Probleme, als dass morgens um 6 Uhr zum Beispiel oder noch früher euer scheiß Internet nicht funktioniert. Das ist so, ne? Man verliert so ein bisschen das Verständnis. Und vor allen Dingen sagt man sich, man macht sich für nichts und niemanden mehr kaputt. Ja, meine Therapeutin hat das dann als Burnout diagnostiziert. Jetzt ist so nach einem halben Jahr etwa, kann man sagen, so langsam kommt die Entspannung. Den entsprechenden Beruf muss ich nicht wieder rein und meine Fachärztin meinte, naja, sie wirken gar nicht so. Naja, nach außen hin nicht. Da ist man immer stark und kräftig und überhaupt. Das ist auch das, was ich sagte. Mal kann ich über die Sache gut reden, mal weniger gut. Das ist je nach Tagesform. Und aber wie es innen drinnen aussieht, dann das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Das ist so der Punkt. Ich will jetzt hier nicht jammern, um Gottes Willen. Aber, ne? Ich wünsche niemandem da draußen, niemandem, dass er jemals sein eigenes Kind zu Grabe tragen muss. So. Wir sind angekommen. Wir laden noch eben ab. Wie schon gesagt, ich freue mich über ein Abo, ich freue mich über ein Däumchen, ich freue mich über Kommentare. Diskutiert mit. Bleibt sachlich, bleibt friedlich, ansonsten ist hier ganz schnell Schluss. Und ich stehe irgendwie, ja, so wird das nix. Irgendwie völlig falsch gerade. Noch mal ein Stück weiterfahren. Und wie gesagt, Respekt im Moment. Für das, was da draußen abgeht, müssen wir einfach zusammenhalten. Das ist der Punkt. Sonst machen die hohen Herren da oben auch mit uns, was sie wollen. Da hilft es nichts, wenn wir uns gegenseitig zerfleischen.
Weil so kommen wir nicht weiter. So, gleich bin ich drin. Oh. Gar nicht so übel. Nur über Spiegel. Hätte das im Leben nicht funktioniert. Mein Gott, was habe ich denn im Hals sitzen? Ist ja schlimm. Gut, wir haben jetzt 22 Uhr. Ich werde das Video jetzt noch rendern. Hochladen, damit ihr jetzt um 5 Uhr was zu gucken habt. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch. Sage tschüss, bis morgen. Macht's gut.